heute mal einen Scheinwerfer auf das Leben von David richten. Den Mann, den Gott als einen Mann nach seinem Herzen berufen hatte. Wenn wir so einzelne Situationen auf dem Lebensweg von David verfolgen, dann stellen wir eigentlich fest, dass es Situationen da gab, die scheinbar total konträr dieser Berufung, ein Mann nach dem Herzen Gottes zu sein, entgegenstanden. Da war der eigene Vater, der ihn übersehen hatte, als es darum ging, dass Samuel einen neuen König salben sollte. Als David dann gesalbt war, wurde er wieder zurück auf die Weide zu den Schafen geschickt. Der Mann, dem er zur Hilfe sein sollte am Königshof, an den er berufen wurde, verfolgte ihn und wollte ihn umbringen. Sein eigenes Volk, das er später regieren würde, wollte ihn an die Feinde ausliefern. Die Männer, die er sich ausgesucht hatte, die ihn umgaben, waren Nobodies, Verlierer, Männer, die es im Leben zu nichts gebracht hatten. Sein eigener Sohn trachtete ihm nach dem Leben und seinen besten Freund verlor er. Was also war das Geheimnis, dass er ein Mann nach dem Herzen Gottes war und blieb? Und dass sein Name bis heute immer genannt wird und uns auch zum Vorbild dient. Was war das Geheimnis? Für mich ist eine ganz entscheidende Situation in Davids Leben eine Offenbarung dieses Geheimnisses. Denn das war diese schwierige, ausweglose Situation, die er in Ziklag erlebt hatte. Dort wird uns das Geheimnis aufgedeckt, ein Mann nach dem Herzen Gottes zu sein. Denn dort heißt es, dass David sich in Gott stärkte. David aber stärkte sich in Gott. Das war eine Situation, die völlig aussichtslos war. Sogar sein Leben bedrohte, gerade von den Männern, die doch mit ihm zusammen unterwegs gewesen waren. David stärkte sich in Gott. Vielleicht ist deine Situation eine andere. Vielleicht sind deine Lebensumstände so ganz anders und ganz anders heute in dem, wo wir so drin stecken, ausgerichtet. Aber das Geheimnis Davids, er stärkte sich in Gott, das kann auch dein Geheimnis werden. Dass du dich in Gott stärkst, dass du ihm zuerst zuhörst, dass du ihn zuerst suchst. Viele Menschen machen es so, wenn sie in schwierige Situationen kommen, dass sie überall hinrennen, jeden fragen, was soll ich tun, was soll ich machen, wie kannst du mir helfen, wie wird sich das alles auflösen, wie wird sich das alles ergeben. Und sie sind fast nur auf andere Dinge, auf menschlich, natürlich machbare Dinge ausgerichtet. Bei David war es nicht so. David zog sich zurück aus diesem wirklich schwierigen Prozess und er fragte Gott, was soll ich tun? Er wollte Gott hören, er wollte sich nach seinen Anweisungen richten. Gott hatte mit ihm so viel, oder David hatte mit Gott so viel in diesem gegenseitigen Prozess der Herzensgewinnung und dieser Herzensausrichtung erlebt, dass er wusste, Gott ist meine Hoffnung. Gott wird mich nicht verlassen noch versäumen. Und das ist das Wort heute. Egal wie deine Umstände sind, egal ob sie deiner Berufung, die du von Gott hast, oder egal um was es da geht, entgegenstehen oder entgegenzustehen scheinen, such den ersten Weg zu Gott. Richte dein ganzes Herz, dein ganzes Denken danach aus, Herr, was sagst du denn? Was ist deine Antwort in dieser Situation? Und er wird dir Stärke zukommen lassen. Das ist ja dieses Wort von David. David stärkte sich in Gott. Gott gab ihm Stärke in dieser wirklich hoffnungslosen Situation. Gott will dir heute Stärke schenken. Er wird dich nicht verlassen noch versäumen. Gott ist für dich. Gott ist mit dir. Gott ist in dir. Du hast so viel mehr heute durch den neuen Bund als David damals. Und ich wünsche dir, dass du weitergehst, dass du heraustrittst, dass du dich in Gott stärkst. Und du wirst erleben,
Gott hat mehr für dich.